Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere diesen Kanal. Der Kanal ist für Spieler, Golfspieler mit Handicap 36 oder höher. Ich habe letzte Woche einen Schüler trainiert, den Christian, und Christian wollte einfach den Ball weiter schlagen. Es ging dann um seine Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ein Teil des Trainings habe ich einfach aufgenommen für dich. Und wie du siehst in dem Video, ein paar Dinge, die entscheidend sind, ist erstmal der Stand. Der hatte zusätzlich ein bisschen Schmerzen vom Golfen, meint er. Nach der Runde hat er es im Lendenbereich gespürt. So, ich habe dafür was getan und gleichzeitig seine Schlägerkopfgeschwindigkeit erhöht. So, die Füße sind eng zusammen. Und da er beim Durchschwingen fest ist, habe ich ihn etwas offen stehen lassen. Der linke Fuß ist etwas aufgedreht. Nur dieses enge Stehen ist wichtig für fast alle Golfer. Wenn wir zu breit stehen, ist hier zu viel Widerstand. Es ist nicht gut für den Rücken. So, wenn du merkst, du bist nicht flexibel genug und du möchtest weiter schlagen, steh enge zusammen. Die Profis tun es sehr viel, wenn sie trainieren. Die spielen sogar manchmal mit geschlossenen Beinen. So, offener Stand habe ich mit ihm gemacht. Früh winkeln, so früh wie möglich mit lockere Hände. Aber es reicht nicht nur, die Hände locker zu halten. Es müssen auch die Arme und die Schulter locker sein. Oft, wenn ich meine Schüler führe, spüre ich, dass sie da oben fest sind. Okay, so lockere Hände, Arme. Viel drehen. Hauptsache, dein Wirbelsäule bleibt konstant, dann kannst du dich viel, viel drehen. Und solange du die Hüfte mitdrehst, gibt es keine Belastung für den Rücken. Ich bin kein Arzt, aber das ist meine Erfahrung, auch bei meinem eigenen Spiel. Wenn die linke Ferse ein bisschen hochkommt, auch wunderbar. Bleib einfach, dein Wirbelsäule muss gleich bleiben, ohne hochzugehen, ohne zur Seite zu gehen. Das Gute bei Christian ist, dass er etwas von innen kommt, fast ein bisschen zu innen. So, ich brauchte nicht ihm zu sagen, die Arme senken, aber vielleicht musst du das tun. Und dann beim Durchschwingen habe ich ihm gesagt, krieg den Schläger auf die Schulter. Warum tue ich das? Damit er einen größeren Schwungumfang hat und dann muss er nicht so hier hauen. Der hat am Anfang da angehalten. Was Gift ist für den Rücken, das ist anstrengend, wenn man weit schlagen möchte. Und ich habe gesagt, der Schläger muss gegen die Schulter knallen. Das geht nur durch lockere Hände. So automatisch beschleunigt er später im Schwung. Letzte Sache zum Stand. Deine Hände waren zu weit vorne. Da ist zu wenig Loft. Übrigens, das gilt für sein ganzes Spiel. So, ich habe geschaut, dass sein Schaft gerade war beim Stand. Ja, das sind die Dinge. Und guck mal das Video an, das Training an. Vielleicht gibt es ein, zwei Tipps, die du ausprobieren kannst und die dir helfen werden. Ich wünsche dir einen schönen Tag, hoffentlich bei super Wetter wie bei mir. Ja, tschüss. Schwung? Weiter weg bitte vom Ball. Okay, Füße sind perfekt. Ja, noch einmal. Gleichwinkeln beim Ausholen. Früher winkeln bitte. Noch früher? Ja, ganz früh winkeln. Und lass den Schläger gegen die Schulter knallen. Sehr, sehr gut. Gleichwinkeln beim Ausholen, so früh wie du kannst. Okay. Ich mag, wie du die Hüfte drehst, das ist gut. Aber eine leichte Verlagerung nach rechts bitte beim Ausholen und dann nach links. Wie beim Tanzen. Füße enge. Ja. Linke Fuß aufdrehen, gut. Etwas rechts. Dann links. Wow, der Ball fliegt, ne? Ja, und ich weiß, es ist schwierig, aber bekomme den Schläger, den Schaft so richtig an die linke Schulter, ja, beim Durchschwingen. Ich arbeite. So langsamer starten. Ja.
den Abschwung starten und dann lass die Hände los durch den Ball, dann kommst du gegen die Schulter. Nicht so gut getroffen, aber viel besser. Und es, was top wäre, wenn du in der Endposition stehen bleiben könntest, ja, bis der Ball aufkommt, okay, dann kannst du jedes Mal kontrollieren, wie es ist. Ja. Die Ballposition etwas mehr vorne, Herzhöhe, den Schaft gerade. Nicht so doll nach vorne lehnen, den Schaft. Die Hände in der Mitte, jawohl. Okay, Gleichwinkel, denk an die Endposition, geht los. Bleib da, bleib da, bleib da. Du musst posen. Ja. Ja, super.